Ja, liebe Genossinnen und Genossen, die Zeiten sind derzeit etwas rau. Die Wahlerfolge der AfD, über 1000 Anschläge auf Menschen, die aus Krieg oder aus Not zu uns gekommen sind. In Österreich hätte es um ein Haar einen braunen Präsidenten gegeben. Ich glaube, in solchen Momenten fragen wir uns alle, was können wir dem überhaupt noch entgegensetzen? Und ich glaube, in so einer Situation ist es ganz wichtig, zusammenzustehen, Haltung zu bewahren und Rückgrat zu zeigen. Und ich finde, in der Flüchtlingspolitik hat die Partei Rückgrat gezeigt, hat auch einen unglaublichen persönlichen Einsatz gezeigt. Ich kenne ein Ehepaar aus meinem Kreisverband, Genossen, die geben im hohen Alter jede Woche Deutschkurse. Viele Genossinnen und Genossen haben Patenschaften übernommen. Das alles neben ihrer ehrenamtlichen Arbeit im Kreisverband. Eine Genossin, ja, ich habe sie vorgewarnt, hat sogar gleich eine syrische Familie bei sich zu Hause aufgenommen. Und ich muss mal sagen, dieses persönliche Engagement, dieser Einsatz, der hat mich einfach zutiefst beeindruckt. Auf so viel Engagement, da können wir stolz sein, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich will mich ganz herzlich bei euch allen dafür bedanken. Und ich bin froh, dass wir da dranbleiben und in zwei Wochen am Wochenende in Leipzig sagen, welcome to stay. Und auch in den Wahlkämpfen, ob in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg oder in Sachsen-Anhalt, hier hat die Partei gestanden gegen den Strom. Ja, es ist bitter, dass wir dafür nicht belohnt wurden, aber für so viel Haltung ziehe ich meinen Hut. Und da bin ich einfach auch froh, dass es eine Partei gibt, die das Herz am richtigen Fleck hat. Das motiviert mich, das gibt uns allen Mut. Deswegen will auch ich mich weiter einbringen und kandidiere erneut als stellvertretende Vorsitzende. Und natürlich müssen auch wir uns die Frage stellen, wie gewinnen wir Wählerinnen und Wähler zurück? Wie profitieren wir von der Schwäche der SPD und der Beliebigkeit der Grünen? Und da gibt es viele kluge Vorschläge, die in den letzten Wochen gemacht wurden, dass wir nämlich wieder offensiver werden, frecher und auch verständlicher. Ich glaube, wir müssen direkt auf die Leute zugehen und die Probleme aufgreifen, die den Menschen direkt auf den Nägeln brennen. Und genau deshalb kämpfe ich seit vielen Jahren dafür, dass wir die Mietenpolitik, den Kampf um bezahlbares Wohnen, zu einem Markenzeichen der Linken machen. Genau weil die Mieten in den Großstädten in wenigen Jahren zu Teil um 20, 30, manchmal 40% gestiegen sind. Das ist Teil der Verteilungsfrage. Denn solange die Löhne stagnieren, ist es eine der größten Umverteilungen von unten nach oben und die müssen wir als Linke bekämpfen. Studierende übernachten im Erstsemester in Turnhallen. Wer Krankenschwester oder Busfahrer ist, der findet in Hamburg, der findet in München vielleicht keine Wohnung in der Innenstadt mehr. Rentner werden aus ihren Wohnungen getrieben, in denen sie vielleicht jahrzehntelang gewohnt haben. Da frage ich mich doch wirklich, was sind das eigentlich für Zustände? Wohnen ist doch ein Grundrecht und keine Ware. Und deswegen sage ich seit vielen Jahren, wir müssen ran an dieses Thema. Als ich vor 5 Jahren uns eine mietenpolitische Offensive vorgeschlagen habe, da haben viele noch gesagt, naja, interessant für die Metropolen, bei uns im Osten, bei uns auf dem Land, da ist es gar kein Thema. Schön wär's, muss ich sagen. Inzwischen sind Dresden und Leipzig gleich 2 Städte unter die Top 10 der Städte mit dem größten Mietenwucher angestiegen. Wir haben ähnliche Probleme in Jena, in Potsdam, in vielen kleineren Städten im Speckgürtel oder im Ruhrpott. Sie sind als nächstes dran. Und ich glaube, man muss so ganz ehrlich sagen, wir vergessen natürlich die Städte, die Orte nicht mit Leerstand. Wir kämpfen weiter auch dafür, dass ganze Regionen abgehangen werden. Aber niemand ist vor Spekulation in Betongold, in Häuser und auch in Grund und Boden sicher, solange die Politik nicht handelt. Und deswegen sagen wir, wir wollen einen Mietenstopp, wir wollen eine Spekulationsbremse und einen Neustart im sozialen, im gemeinnützigen Wohnungsbau. Und 2 Dinge machen mir dabei Mut.
Das erste ist, es gibt überall in diesem Land Widerstand, es gibt Bewegungen, Menschen, die um ihre Städte, die um ihre Häuser kämpfen. Und von vielen Veranstaltungen in Freiburg, in Nürnberg, in Augsburg oder in Leipzig weiß ich, wir haben gute Kommunalpolitiker, wir haben vor Ort engagierte Leute, die beweisen, liebe Mieterinnen und Mieter, die Linke steht an eurer Seite. Dieses Thema möchte ich gerne als stellvertretende Vorsitzende weiter stark machen. Wir werden damit den nächsten Teil unserer Kampagne bestreiten. Darin möchte ich unsere Kreisverbände gerne unterstützen, denn ich bin mir sicher, dieses Thema wird in den Wahlkämpfen kommen. Es muss in den Wahlkämpfen kommen und mit diesem Thema können wir bei den Wählerinnen und Wählern noch punkten. Wer hingegen der AfD hinterherläuft, wird hoffentlich bemerken, mit der Stimmungsmache gegen Flüchtlinge, mit der Stimmungsmache gegen Muslime, davon kann man keine Miete bezahlen. Und wer Geflüchteten die Wohnungsnot in die Schuhe schiebt, der betreibt nichts weiteres als rechte Hetze. Wir weisen sie zurück. Vom Rechtsruck können wir in Sachsen ja leider ein Lied singen. Pegida, AfD, Angriffe auf Geflüchtete, auf Antifas, auch auf Linke. Alleine bei meinen beiden Bürgerbüros zähle ich 26 Angriffe in nur 4 Jahren. Und in Sachsen kann man auch sehen, wie man es nicht machen soll. Weggucken und wegducken, das war die Strategie der CDU und die ist falsch. Deswegen jede wirkungsvolle Strategie gegen rechts, die beginnt mit dem Hinsehen, mit der Feststellung, ja, wir haben ein Problem mit Nazis, aber wir lassen uns nicht einschüchtern und wir stellen uns den Nazis in den Weg. Karin. Liebe Genossinnen und Genossen, die Linke muss die Partei des Friedens, die Partei der Beschäftigten, die Partei der Erwerbslosen, aber auch die Schutzmacht der Mieterinnen und Mieter sein. Haltung in der Flüchtlingspolitik, offensiv in der sozialen Frage, klare Kante gegen rechts, das ist mein Angebot und dafür werbe ich um euer Vertrauen. Vielen Dank.